macht der nochmal? Rüstungsklasse. Was macht der letzte eigentlich? Der Träger erhält auf Rettungswürfe und Rüstung. Gegen Todesmagie und Rüstungsklasse. Ist nicht ganz so praktisch. Kann also verkauft werden. Eisstern. Der klingt so, als ob ich ihn behalten möchte. Großmeisterrüstung. Erhöht das Bewegungstempo wie durch 7 Meilenstiefel. Und kann nicht verwendet werden von Magiern und Mönchen. Das heißt... Ach ja, okay. Das deaktiviert Magierzauber. Gut. Ist schlechter als deins. Schlechter als deins und sowieso schlechter als deins. Ja, wird aber auch erstmal aufgehoben. Matrose-Ionenstein. Achso, stimmt ja, ich krieg... Nö. Keine Ahnung, warum ich die Lebenspunkte nicht zurückkriege. So, was haben wir noch? Im Moment identifizieren wir die für mich. Das sind nämlich nur Kriegshämmer plus 2. Dann hast du nämlich, glaube ich, deine gesamte Zauberkraft aufgebraucht. Der geht zu Keldorn, genau wie der Helm hier. Da ist Keldorn nämlich fast wieder voll. Das heißt, ich kann bei dir wieder hier alles normal reinsetzen. So. Wie hat auch gerade nichts mehr zur Hand. Kann allerdings die drei noch die identifizieren. Das sind nämlich nur Lederwams plus 2. Und den letzten kann sie nicht identifizieren. Alles kein Problem. So. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ja, ich nicht fertig mieten. So, danke. So, noch einmal identifizieren und das geht zu Minsk. Ja, das Zepter der Absorption, das ist irgendwie so ähnlich wie das Archontenschild. Ja. Sie hat die gute Schleuder. Wir können jetzt verkaufen. Bei mir ist das Bier. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Den habe ich gesagt, verkaufe ich. Wobei, ich soll den aufheben. Genauso wie ich das Elfenkettenhemd noch aufheben sollte, weil ich glaube, das ist das Kettenhemd. Oder ist es das, was im Mond trägt? Ich warte. Ja, was möchtet ihr? Auf jeden Fall sollten wir jetzt fragt nur ins Einsprengsel zurück. Mal gucken, was sich da geändert hat. Estella ist guter Diener. Oh ja. Erzählt mir mehr davon. Ja, hier sind die Truhen. Da ist der Seelen-Heino. So, Kespena. Sag uns noch mal wieder, was wir hier haben. Cespina stolz, dem Großen zu dienen. Cespina guter Butler, ja? Wollt ihr, dass ich euch glänzende mache? Cespina kennt viele Rezepte. Ja, sicher doch, leg mal los. Oh, muss eure Sachen durchwühlen. Muss gucken, ob sie zu Rezepten passen. Muss ich mal sehen. Oh, heiliges Rächerschwert, ja? Hübsch das. Es gibt einen Edelstein für deine Hälfte bei Augustine. Die findet ihr
Ihr findet ihn und ich kann Rezept für Heiligenreicher verwenden. Oh ja. Aber leider jetzt hier nicht habt. Schade. Okay. Weil. Der Flegel für alle Kopfgrößen. Der falsche Kopf. Ja, ich kenne Rezept für zwei Waffenköpfe für Flegel der Zeit da. Das erste Rezept für einen Waffenkopf mit Giftschaden und das zweite Elektrizität, ja. Sicher, dass ihr nicht alles wegschmeißen wollt. Ihr habt Klingensängers Kettenhemd, den für Kettenhemd, oder? Wenn Schutz mit normalen Waffen habt und viel Gold, kann ich euch noch besser machen, beeindrucken was, aber ihr habt das Zeug leider noch nicht. Schutz vor normalen Waffen. Okay, ich muss weiter gucken. Was ist das? Ein vertrockneter Keks? Das ist kein Keks. Ein Duschvorhang? Oh, es ist nur ein Umhang. Ja. Was für ein hässliches Muster das. Verbesserte Hass und Unsichtbarkeit, okay. Durchfühle gerne Sachen. Viel Schrott hier drin. Braucht's einen Schrotthändler. Mal sehen. Nein, der andere Teil ist nicht hier. Nur wenn ihr sowohl den Stirnreif von Nesserin und den Bronze den Ionstein habt, kenne ich ein tolles Rezept. Das ist für Magier ganz toll. Also Bronze den Ionstein. Aber langsam gehen Rezepte aus. Muss Martha finden und das bald. Muss ich irgendwo in der Hölle rum. Nichts. Nichts kann nichts sehen, okay. Was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr. Auch gut. Wieder putzen. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Wo werden wir jetzt hingeschickt? Mit Hilfe eurer Planarentür könnt ihr also den verschiedenen Orten reisen. Wohin soll die Reise gehen? Ja, ich möchte nach Saradush, wie ihr wollt. Ich will mal kurz in den Magierladen gehen. Und mir dort die drei Schriftrollen holen, die ich brauche. Also das war einmal verbesserte Hast, Unsichtbarkeit und Schutz vor normalen Waffen, wenn ich die drei habe. Weil hier habe ich, glaube ich, keins von den dreien drin. Nö. Besserer Schutzumhang für Erwin wäre nämlich zum Beispiel nicht schlecht. Nun gut. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Also das war einmal. Dass sie mit hohen Ansprüchen gerecht werden. Dum, 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 dum. Wo ist es denn? Schutz vor normalen Geschossen. Nein, das brauche ich nicht. Phantomklinge war ich auch nicht. Schutz vor normalen Waffen. Dann verbesserte Hast wird er garantiert auch haben. Und ja, mit meinem Geld, was ich habe. Ich meine, ich habe 300.000, 350.000 kann ich mir das leisten. Und Unsichtbarkeit brauche ich noch. Unsichtbarer Pirscher ist das Falsche. Massenunsichtbarkeit ist es auch nicht. Und hier bin ich schon viel zu weit. Unsichtbarkeit. Selbstverwandlung, andere verwandeln. Geringer Kettenzauber. Ist Unsichtbarkeit weiter oben? Muss Unsichtbarkeit, genau. Dankeschön. Ich warte. Weil das Kettenhemd für Immoin verbessern, also das Elfenhemd für Immoin verbessern und für Eri. Was immer ihr wünscht. Das andere Ding verbessern sind gute Ideen. Cespina stolz. Ja. Heiliges Rächerschwert, ja. Okay. Ja. Oh, das habt ihr gern, ja? Wie kleiner Klaps auf Hintern. 40.000 Goldmünzen. Ja. Also das ist das Klingensägen-Kettenhemd. Okay, bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Mhm, okay.
Wunderschön. Sespena geht wieder an die Arbeit. Oh ja, viele schöne Sachen finden, viele ja. Sammeln. Ja, es ist ein plus 4 geworden. Der Träger ist gegen alle normalen Waffen immun. Das könnte theoretisch von Airy verwendet werden. Aber immun. So. Da gleichen wir das Ding aus. Sespena stolz, den Großen. Ja. Oh, okay. Ah, der Flegel ist sicher, dass ihr nicht alles... Ja. Dumm. Ein 20.000 Gold, um den besser okay, zu machen. Bitte zurückgehen. Neues Rezept, noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Sespena geht wieder an die Arbeit. Oh ja, viele schöne Sachen finden, vieles sammeln. Ja, Bonus plus 2 auf alle Rettungswürfe, Rüstungsklasse und Keim einmal täglich verbesserte Hass und erweiterte Unsichtbarkeit wirken. Ich weiß gar nicht, zählt er jetzt eigentlich immer noch als Schutzumhang? Ja. Okay. Ja? Ja, erweiterte Unsichtbarkeit, verbesserte Hast. Was kann ich eigentlich mit der Schleuder? Ach, Opfer benommen machen, okay. Ja, wenn ihr es wollt. Also eigentlich sieht es fast so aus, als ob wir bestimmte Sachen verkaufen können, wenn wir das nächste Mal bei einem Verkaufshändler sind. Weil er nichts Besseres draus machen kann. Okay. Ja, da kann ich nur die ganzen Leute, die mir noch fehlen. Ich aber nicht brauche, weil ich mit einer derselben Gruppe ganz spielen möchte. Immerhin hängt halt immer noch ein bisschen hinterher, was das angeht. Aber die kommt noch oben auf. So. Ich muss Saradush verlassen und Yagashuras Haus in den wandernden Bergen finden. Die Magie dieser Ebene kann euch mitten in der Wildnis auf der Straße zu Yagashuras Haus absetzen. Natürlich. Feindgesichtet. Oh. Das heißt, wir sind im Nordwald. Da ist das Armeelager. Mirwald, die wandernden Berge. Das heißt, wir können diese Gebiete abklappern und auch die wachende Festung. Das Gebiet ist ja noch schon mal ein bisschen groß. Fragt nur, wenn es das ist, was auf ihr wollt. Auf meiner Klinge steht euer Name. Mein Freund, euer Name. Ja. Die Magie des Einsprengens hat euch in die Wildnis direkt auf der Straße zu Yagashuras Reich platziert. Eure Karte wurde auf den neuesten Stand gebracht. Ihr solltet jetzt Yagashuras Reich aufsuchen und herausfinden, warum er unsterblich ist. Schnappt sie euch, es gibt eine Belohnung. Auf meiner Klinge steht euer Name. Auf meiner Klinge steht euer Name. Auf meiner Klinge steht euer Name. Steht euer Name. Auf meiner Klinge steht euer Name. Auf meiner Klinge steht euer... Ja, wenn das Yagashuras Soldaten sind, sind sie nicht sonderlich stark. Wow, sie haben mal einen Treffer bei Yahira gelandet. Auf meiner Klinge ist. Auf meiner Klinge steht euer Name. Also ehrlich, da hatten Gromnias Schläger ist ein bisschen mehr drauf. Euer Wunsch ist mein Gebet. Hey, Gedarn,
Bo und ich sind wieder einmal ganz ehrfürchtig darüber erstaunt, was für einen festen Fußabdruck der Rechtschaffenheit ihr in allen Hintern des Bösen hinterlasst, die wir treffen. Ja, Minsk und Heldorn verstehen sich eigentlich recht gut, weil beide irgendwie für... Naja, Keldon auf jeden Fall und Minsk irgendwie für die Rechtschaffenheit, fürs Gute kämpfen. Und wie immer habt ihr mit der rechtschaffenden Stärke zahlloser Ritter vereint, in einer Person gekämpft, Minsk. Ja, da lobt Keldon gerade Minsk.